Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Haul. Zu aktuellem Anlass ziehe ich dieses Haul vor. Ich habe noch einige andere Hauls in Warteschleife, die ich schon aufgenommen habe, muss ich aber noch schneiden. Aber dieses Haul wird vorgezogen, da es sehr aktuell ist und ich es heute gekauft habe nach der Arbeit, da ich dringend so Kettenglieder brauche. Kostet normalerweise 9,99, jetzt um 7,49 glaube ich hat es gegeben, da ich die Raupenteile brauche. Das ist das günstigste, die günstigste Version, da ich die Kettenglieder brauche für meinen Sandcrawler im Hintergrund. Die meisten, außer du bist ein neuer Zuschauer, die meisten wissen schon das Projekt Sandcrawler von Markus Mühl und mir. Und da sind keine Kettenglieder drinnen. Hier brauche ich Kettenglieder, die sind aber nicht dabei beim Set. Die kann man auch antreiben. Hier ist die Vorbereitung auf der Seite für einen Motor zu installieren. Dann kann man hier die Kettenglieder, wenn sie eingebaut sind, antreiben. Das ist das Förderband, das es auch gibt im Sandcrawler. Und da ich das unbedingt einbauen möchte, brauchte ich noch Kettenglieder. Ich habe zwar welche, aber die sind zu wenig. Darum die günstigste Version, die Schneeraupe zu besorgen. Und jetzt bin ich nach der Arbeit vorbeigefahren, schnell habe mir da das Set geholt, aber nicht nur eines, sondern zwei, drei. Vielleicht kann ich eines original lassen, dann kommt das zu meinem Regal mit den Sets, die original sind, und ich brauche nur zwei, oder sonst hole ich mir dann noch eines und ich brauche drei. Ich weiß nicht, wie viele Kettenglieder ich brauche, muss ich mir anschauen. Es sind auf jeder Seite 31 oder 32, also es sind auf jeden Fall über 60 Kettenglieder pro Set, und für 9,99 € bzw. 7,49 € ist das natürlich ein Schnapper. Und nachdem ich aber schon dort war, dachte ich mir, dann hole ich mir aber noch so kleine Settel. Die Clone Troopers Battle Pack habe ich mir noch mitgenommen. Und dann noch das Snow Trooper Battle Pack. Waren beide verbilligt um 14 € statt 19,99 €, und habe ich mir auch noch mitgenommen. Wenn man schon einen Sandcrawler von Star Wars baut, kann man ruhig sowas noch mitnehmen. Okay, ihr seht schon den Fortschritt. Wenn euch das Update interessiert, in den nächsten Tagen kommt das nächste Update vom Bau bis zu dieser Stufe. Ich baue natürlich jetzt weiter und das kommt dann in der übernächsten Folge. Das Förderband wird eingebaut, die Seitenverkleidungen werden gebaut. Am Freitag bin ich mit Markus Mühl eingeladen beim Freitagstammtisch. Ich, wenn ich nicht vergesse, verlinke ich es unten in der Beschreibung, bei welchem Kanal wir eingeladen sind, weil das ist der Freitagstammtisch, ist immer abwechselnd bei verschiedenen Leuten, und ich verlinke es. Und würde mich freuen, wenn ich euch lesen würde. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr auf die Glocke haut. Dann verpasst ihr kein Update mehr vom Sandcrawler und auch die zukünftigen Updates nicht. Und wenn wir schon dabei sind, dann lasst einfach ein Gratis-Abo da. Das geht schnell und ihr unterstützt mich. Und wenn ihr noch Lust habt, dann schreibt mal einen Kommentar. Und ein Like wäre natürlich auch Hammer. Das wäre Hammer nice. Und ich danke euch jetzt schon für die Unterstützung und für meinen Kanal. Danke, danke, danke. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht, wann ihr das Haul ihr euch anschaut. Und ja, ich sage Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Pfiat euch.